Moin moin und willkommen zurück zu Farmerama. Ich werde mir erstmal jetzt hier die Nachricht anschauen. Ach du Scheiße. Hey, mach weiter so gute Videos. Oh, Moment. Danke dir. Freut mich, dass dir... Nein. Dankeschön für den Schädeleimer. Dankeschön für die Kürbislaterne. Dass dir meine Videos gefallen. Großen Dank dafür. An mir und meinen Videos wird sich nichts ändern. Punkt. Gruß Hexacore. Abschicken. So. Ach Scheiße. Da waren aber noch andere. Die werde ich mir jetzt zuerst angucken. Er nimmt doch auf jetzt, oder? Ja, sehr schön. Post. Meine Post würde ich gerne sehen. Lucky Farmer. Hi. Neues Foto von mir. Farm ist sehr schön. Neues Foto von mir. Achso, das heißt also, da sollen wir deine Farm angucken, weil das werde ich machen. Danke. Punkt. Ich finde, finde sie im Augenblick nicht so super. Aber das wird schon noch. Gruß Hexacore. So. Ach man, ich hätte einfach nur auf Posteingang drücken sollen. Ole, meine Farm ist viel anders, aber kann kein Foto schießen. Und schick mal eine Nachbarsanfrage. Werde ich machen. Schade. Oh. Würde deine Farm gerne sehen. Wie bist du eigentlich auf meine Farm gekommen? Wenn über YouTube, dann kannst du mich doch eventuell abonnieren, wenn dir meine Videos gefallen. Punkt. Gruß, der alte Hexacore. Geh weg. So, ist da noch irgendwas? Ole, muss ich mal adden jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt mit diesen Zahlen sein muss, aber ich probiere es einfach mal. Fahr mal einladen. Fahr mal einladen. Ich probiere es einfach mal mit denen. Existiert das? Hi. Einladung wurde verschickt. Gut, war richtig, dass ich das so geschrieben habe. Und jetzt werde ich mal schnell hier hin gehen, weil das auch nicht mehr lange aktiv ist. Noch 1 Stunde und 4 Minuten. Ich werde allerdings auch nochmal neue davon anpflanzen. Weil danach kann man nämlich nochmal davon schön alles, ja, abbauen. Und da das schön viel EP bringt, diese Geister zum Beispiel, ist das vielleicht gar nicht mal schlecht. So, komm, Level up, hau rein. Noch, ach, das schaffe ich ja locker. Schon geschafft, bestimmt dürfte schon Level 18 sein. Spätestens jetzt. Und aller spätestens jetzt. Tomate kann ich anpflanzen.
Also je nachdem, wie viel die bringt, wäre das doch mal eine Sache, die ich mal in Angriff nehmen könnte. So. Davon wieder bis hier hin. Also ich nutze das jetzt einfach noch aus. Jetzt noch die Grabsteine. Weil ich habe mir nämlich gedacht, ich hole mir diese Fledermaushöhle. Hier aus diesem Nachtshop. Wenn das nächste Mal das gibt hier. Dafür braucht man allerdings ordentlich von den Sachen, also Kacke. Naja. Jetzt kommen noch die Bäume dran. So. Ich bin weiß nicht, ob ich die Scheißstelle noch weiter behalten soll. Zumindest, na, jetzt habe ich davon auch nichts mehr. Und ich kann es auch gerade jetzt nicht herstellen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Gucke ich jetzt erstmal nach Entenfutter, kann ich das herstellen? Ja, kann ich. Machen wir doch einfach mal 25. So. Entenfutter hätten wir. Ist hier irgendjemand aufgestiegen? Ole. Hab es hinzugefügt. So, der Lucky Farmer. Genau, seine Farm werde ich mir jetzt noch angucken. Und wie man wahrscheinlich auch in meiner Moospräsenz sehen kann, wurden mir die Erdbeeren abgekauft. Finde ich gut. Farmverkehr nach. Nee. Hallo? Post. Ich gehe einfach jetzt hier über. Post. Lukela Lucky Farmer. Ich schaue mir seine Farm mal an. Ach, das ist immer noch diese. Ja, sieht doch nice aus. Also, ich fände es schön, wenn ich mal so in etwa sowas hätte, ne? Gut, das ist natürlich der Ziergarten, den man jetzt hier sieht. Allerdings habe ich den noch nicht. Also, das hat auf jeden Fall sowas hier verdient. Ach so, ups. Schaue ich mir nochmal von ihm die Farm an. Hatte ich die nicht schon mal bewertet? Sieht doch auch cool aus. So, habe ich noch irgendjemanden? Nee. Ich glaube, der René, der war noch nicht so fleißig und hat das gemacht. Habe ich Glück? Nein, ich kriege Schafe. Zwei Schafe. Super. Bum, 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 bum. Tschüss. Ja, an für sich weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich noch tun soll. Außer den Walnussbaum abernten. Ja, die wilde Wiese, die ist natürlich noch so ein Stück weit zugewuchert. Also je nachdem, wie viele Freunde ich habe, so umso freier ist auch hier die wilde Wiese. Und ja, da muss ich natürlich drauf achten. Erst wenn ich alle Freunde voll habe, ist auch die. Ja, wie soll ich sagen, frei von Unkraut und dem ganzen Geschiete. Oh, Mongolien. Die restliche Scheiße lehne ich einfach alles mal ab jetzt. Ja, tschö. Ja, komm. Ja, da fehlt mir nur Hopfen. Egal, lasse ich den drin. Genau, ich wollte noch gucken. Schob. Ich will noch gucken, was die Tomaten bringen. Ich glaube, die bringen nämlich bei gleich, bei längerer Zeit bringen die weniger, genauso viele EP, soweit ich weiß. Ja, die brauchen 3 Stunden 15 und bringen auch nur 18 EP. Also sind da die Erdbeeren ein wenig effizienter. Könnte sogar als Arbeitsproduktivität bezeichnen. Ich könnte mal den Rechner aus und Rechner. Rechner. Also, gehen wir mal von 9 Stunden aus. Dann wären 9 mal 18. Bringt ein Feld in 9 Stunden 162 EP.
Moment, nee, Moment, Moment, Moment. Menge durch Arbeits. Moment, ich muss gerade überlegen. 162, das Blöde ist. Und, nee, warte, 9 mal 3 Stunden muss ich rechnen. Und jetzt 9 mal 3 Stunden, wären 27 Stunden, bringt die 162. So, und jetzt das geteilt durch. Scheiße. Wo ist mein Taschenrechner? Da kann ich das besser eingeben. Also, ich tippe jetzt ein. Erstmal diese 9 mal 3, das sind diese 27 Stunden. Dann die 27 Stunden, muss ich mir jetzt mal gerade merken. Und jetzt habe ich, was habe ich eben gerechnet? 9 mal 18, das wäre dann 162. Das bedeutet, 192 geteilt durch 27, sprich 7 IP in der Stunde. 7,1 IP bringt ja, bringt dieses Erdbeerfeld halt in einer Stunde. Und jetzt die Tomate, die braucht 3. Ach, da muss man erstmal 15 geteilt durch 60 wären 0,25, 3,25 mal 9. Nee, Moment. Doch, auch mal 9, weil es auch 9 Stunden arbeitet, so. 29. So, 29,25 merken. Und jetzt wieder mal hier. 18 mal. Ach Gott, was habe ich denn jetzt eben mal gerechnet? Was habe ich doch mit den 18 EP gemacht? Das waren 192, ist das scheißegal. So, so. 192 geteilt durch. Mann, jetzt habe ich die scheiß Zahl schon wieder vergessen. Also. So, du Schlaumeier, jetzt machen wir mal hier. 3,25 mal 9. 29,25. 192 geteilt durch 29,25. So, die Tomate, die schafft 6,5 EP. In einer Stunde. Also ist die Erdbeere definitiv effizienter, bringt 1 EP ungefähr mehr. Naja gut, nach diesen außerordentlich guten mathematischen Rechenkünsten werde ich dann jetzt mal beenden. Tschö.